Blonde Locken, leuchtende Augen. Dieses Mädchen heißt Hannelore und ist damals Anfang der 20er 3 Jahre alt. Ihr Spitzname lautet Lolly. Sie ist der jüngste Spross der Familie Commons und wird zur Namensgeberin für einen neuartigen Lutschbonbon am Stiel, den Familie Commons in ihrer Schokoladenfabrik in Ottensen herstellt. Der Lolly ist geboren. Er und anderer Naschkram machen die Unternehmerfamilie erfolgreich. Michael Commons, der Sohn von Hannelore, hat die Geschichte der Familie erforscht. Für meine Mutter war diese Schokoladenfabrik immer ein zweites Zuhause. Sie war natürlich auch mordsmäßig stolz darauf, dass nun dieser Lutschbonbon, sag ich mal, dieser Lolly, nun nach ihr benannt worden ist. Julius Commons, der Opa von Hannelore, eröffnet die Schokoladenfabrik 1877. Es ist eine Zeit des Aufbruchs in Hamburg. In den sogenannten Gründerjahren boomt die Wirtschaft. Kakao und Zucker kommen billig in den Hafen. Was liegt da näher als der Aufbau einer Schokoladenfabrik? Die Produktionshallen stehen in der Winterstraße in Ottensen, mitten in einer dicht besiedelten Wohngegend. Und das bedeutet Ärger, denn der Qualm des Fabrikschornsteins regt die Anwohner mächtig auf. Aus diesem Schornstein kamen reichlich Gerüche und Rußpartikel. Und die Anwohner haben sich dann bei dem Bauamt in Ottensen beschwert. Doch die Beschwerde wird abgeschmettert. Die Schokoladenfabrik darf weiter qualmen. Und in den Produktionshallen geht es deutlich appetitlicher zu. Die Mitarbeiter produzieren Pralinen, Trüffel und Bonbons. Die haben ja eine Bonbonmasse gehabt. Und über ein bestimmtes Walzensystem wird das ausgewalzen. Und dann hat man da auch, glaube ich, sogar Figuren draus gestanzt. Und dann konnte das verpackt werden. Bonbons, kunterbunt, in allen Farben. Der Verkaufssitz der Schokoladenfabrik wird allerdings der Lutschbonbon am Stiel. Und Hannelore, oder besser Lolly, ist das Werbegesicht der Firma. Auch andere Süßigkeiten werden nach ihr benannt. Rahmbonbons zum Beispiel heißen Hannelore Butterkaramell. In den 20er Jahren laufen die Geschäfte der Schokoladenfabrik besonders gut. Es sind die Roaring Twenties, der Sekt fließt in Strömen, die Menschen haben Lust auf Süßes. Jetzt kann sich die Firma eigene Lieferfahrzeuge leisten, selbstverständlich mit leuchtenden Reklametafeln. Es war ein ganz origineller Werbespruch, der hieß Rira Rutsch, Ikao Lutsch. Und dieses Ikao, das war also die Abkürzung von Julius Commons Altona Ottensen. Also ganz originell. In den 30er Jahren arbeiten schon 50 Mitarbeiter in der Firma Commons. Bonbons und Schokolade aus Ottensen lassen überall in Deutschland Kinderherzen höher schlagen. Doch dann beginnt der Zweite Weltkrieg. Und 1943, während der großen Bombardierung, wird die Fabrik zerstört. Nach dem Krieg versucht die Familie zwar noch einmal von vorne anzufangen, doch das gelingt nicht recht. In den 60er Jahren verkauft sie die Firma. Heute befindet sich auf dem alten Fabrikgelände in der Winterstraße eine Kindertagesstätte. Ihr Name erinnert noch an die Vergangenheit. Ich freue mich, dass es da so eine gute Verwendung gefunden hat mit dem Kinderhaus heute, denn es war ja in der Diskussion, dass das alles abgerissen werden sollte und das wäre schon schade gewesen. Das hätte schon einen kleinen Stich ins Herz gegeben dafür. Hannelore Commons ist schon 2004 gestorben. Sie wurde 83 Jahre alt. Für ihre Familie bleibt sie auch nach ihrem Tod immer das Mädchen, das dem Lolly seinen Namen gab.